Peace Leute, was geht ab? Ich ist Marvin und Leute, heute wird mein Bruder Calvin hart geprankt und zwar, wie ihr es im Titel schon gesehen habt, Emo-Prank. Heute gibt es den Emo-Prank an Calvin. Habe ich mal den Tipp von einem Zuschauer bekommen, habe ich leider jetzt keinen Screen von, auf jeden Fall danke für die Idee. Und zwar habe ich hier Stuff eingekauft, das sind alles so Emo-Klamotten bzw. Gothic, also so schwarz. Komplett schwarz, schwarze Klamotten, dann werde ich mein Gesicht noch weiß schminken, dann hier so schwarze Stellen, Piercings werde ich mir dran machen, also ich werde so tun, als würde ich ein Emo werden, beziehungsweise Gothic oder was auch immer, ja, und den dann überraschen, sagen, ja, ich will meinen Style ändern, ich will mein Leben komplett ändern, alles ist scheiße und so, und ja. Diesen Prank gibt es dann jetzt an Calvin. Ich zeige euch mal alles, was ich hier besorgt habe. Und zwar haben wir hier einmal. Hat alles schon ein bisschen gekostet, muss ich ehrlich sagen. Jetzt haben wir hier so eine Lederhose. Ich glaube, die ist eigentlich für Frauen. Aber ich hoffe, die passt. Ich werde jetzt auch gleich alles anziehen. Dann haben wir. Oh. Eine Perücke, natürlich schwarze Haare. Etwas länger. Das wird richtig nice, Leute. Ich bin richtig gespannt, wie Calvin reagieren wird. Leute, gebt jetzt schon mal einen Daumen hoch für mehr Pranks. Da kommen wir auf den Kanal mehr Pranks, also dann würde ich Calvin öfters pranken. Dann haben wir hier noch, Leute, Piercings. Ich glaube, das sind diese, ja, kann man sich hinstecken, wo man will. Ich mache ein Auge hier, hier so ein Septum in der Mitte. Ja, Ohr und so, alles werde ich voll machen. Dann, was haben wir hier noch? Hier noch so Ohrringe, Kreuze, was ist das denn hier? Handschuhe, ich habe so viel Stuff gekauft, ich weiß selber nicht mehr. Hier so Handschuhe, boah, hier noch so Netze für die Hände, oh, das wird so witzig. Dann, Leute, ein Halsband auf Homo-Basis, ja, das war's mit der Tüte erstmal. Dann haben wir noch, ein Gürtel darf nicht fehlen für die Hose. Ganz wichtig noch, Moment. Erstmal hier das, was ist das denn? Was haben wir hier? Oh, Netz-Tanktop, Leute. Und noch diverse Schminke. Ich habe jetzt irgendwas geholt hier. Das Problem ist, ich habe jetzt keine Assistentin. Das Ding ist, ich muss mich selber schminken. Ich habe keine Ahnung davon. Zur Not muss ich mir ein Tutorial angucken, aber so schwer kann das eigentlich nicht sein. Ich mache halt mein Gesicht so weiß. Was ist das denn hier? So, Sarah hat mir ein bisschen beim Einkaufen geholfen, aber die hat heute keine Zeit leider. Deswegen kann die mich nicht schminken. Ja, hier noch so schwarzen, ah ja, genau. Oh, oh, ich finde, das riecht immer so geil. Nagellack, Leute. Das riecht pervers geil. Schwarzer Nagellack, ich werde mir die Hände noch lackieren. Ich hoffe, das geht wieder raus. Ich muss heute noch ein paar Termine heute. So, dann haben wir hier noch, was ist das? Puder. Das war's mit der Tüte. Jetzt haben wir noch eine Lederweste. Die mit dem Netz-Tanktop, also das kommt schon richtig krass, diese Kombination. Und ja, das wär's dann auch. Ich würde sagen, ich ziehe mich erstmal an und dann schminke ich mich. Oder schminke ich mich erst und dann ziehe ich mich an? Ich glaube, ich ziehe mich erstmal um. Ja, dann werde ich versuchen, mich zu schminken. Ja, und dann warten, bis Calvin kommt. Der ist gerade mit Sarah noch unterwegs. Ja, dann würde ich sagen, let's go. So, als erstes die Hose. Okay, die ist ein bisschen eng. Oh, die ist sehr eng. Aber passt schon. Ah ne, ich habe ja noch einen Gürtel hier. Jetzt. Okay, die rutscht ein bisschen. Aber egal. Ah, Schuhe muss ich auch noch gleich von oben holen. Ich habe noch so Stiefel. Also nicht Stiefel, aber so höhere Schuhe. So, jetzt. Das Netz-Tanktop. Oh shit, oh shit, nein, nein, nein. So, oh du Scheiße, no, no, no. No, 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 no. Alter, wie sieht das denn aus? Nein, Junge, was mache ich hier? Aber egal, wird ein geiler Prank. So, Weste ist am Start, was brauchen wir noch?
Hier, diese Netzhandschuhe. Du Scheiße, okay. So, Handschuhe. Was fehlt noch? Ah ja, Piercing. Oh, wer jetzt noch ein Halsband? Ach du Scheiße. Leute. Macht auf keinen Fall Screenshots, Leute. Ich kenne euch. Ja. Kein Kommentar dazu. So sieht's bis jetzt aus. Jetzt noch verdammte Ohrringe. Da muss ich meine echten kurz raustun. So, Ohrringe sind auch am Start. Scheiße. Boah, die hängen ja richtig, Alter. Also man spürt die richtig. Oh mein Gott, Leute, was mach ich? So, jetzt noch die Piercings. Nummer 1. Boah, Alter. Oh. Oh, boah. Ach du Scheiße. Boah, das tut richtig weh. Oh. Boah, ich glaube, ich lasse nur das. Das tut nicht so weh. Das, boah. Ja, das reicht eigentlich. Ich glaube, das reicht. Okay, das wär's. Jetzt noch die Perücke. Bäh. Ach du Heilige. Oh mein Gott, was ist das? Ich sehe gar nichts. Hey. Irgendwie sieht aus wie ein Mädchen jetzt. Was mache ich hier? Egal, so. So. Jetzt. So, ich muss mich jetzt irgendwie schminken. Wir haben hier, was ist das? Puder Make-up. So, dann machen wir hier so einen Pinsel. Ich fühle mich jetzt wie so eine Make-up-Beauty-YouTuberin hier. Boah, ach du Scheiße. Das jetzt einfach ins Face oder was? Keine Ahnung, ob das funktioniert. Irgendwie passiert nichts. Passiert irgendwas? Ich weiß gar nicht. Ey, passiert gar nichts. Hä, was mach ich denn falsch hier? Hier ist Puder drauf. Okay, keine Ahnung, ob ich jetzt heller bin oder nicht. Irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Ich habe mir es einfacher vorgestellt. Aber ja, ich glaube, ich bin schon heller ein bisschen. Ich sehe das nicht ganz. Irgendwas Schwarzes. Oh ja. Oh shit. So. Bam, Leute, das reicht, glaube ich. Ich glaube, das reicht. Scheiße, Leute, ich hab hier einfach gekleckert. Ich hab hier einfach gekleckert mit diesem Dings hier. Okay, das geht schon weg hier. Leute, so sehe ich aus. Jetzt muss ich noch ein Thumbnail machen. Und dann warten wir auf Calvin. Würde ich sagen, Leute, bis gleich. Leute, Calvin ist auf dem Weg nach Hause, der kommt jetzt gleich. Check nochmal mein Outfit ab. Junge, Junge, Junge. Dann warten wir, bis Calvin kommt. Und dann geht die Show los, Leute. Leute, Calvin ist jetzt zu Hause. Leute, Calvin ist in sein Zimmer gegangen. Vielleicht kommt er gleich rüber, wenn nicht, muss ich ihm schreiben. Wir warten noch mal ein bisschen. Ist mir egal, sonst. Ja, ist jetzt erstmal gewöhnungsbedürftig für dich. Hast du die? Ja, erschreck dich jetzt nicht. Chill mal, ich kann das erklären, warte. Also, ich will so ein bisschen meinen Style ändern halt. Und, was ist? Verarsch. Was ist? Ich will. Guck mal, ich hab ein Mädchen kennengelernt. Die ist ein bisschen auf dem Emo-Trip und so. Und die hat mich inspiriert, halt mich mal zu ändern, weißt du? Die hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Du hast sogar so Ohren, hast du gedacht, Mann? Ja. Alter, ist nicht veröffentlicht, Digga. Die hat mir ein bisschen die Augen geöffnet. Man, man muss ausprobieren, weißt du? Und ich feier diese Emo-Style eh immer schon. Also, ja, Alter. Ich feier das eh immer schon, deswegen wollte ich mich mal so umentscheiden. Ein bisschen. Ach, du dich so radikal direkt umänderst, Digga. Ja, ich hab Mädchen kennengelernt, Mann. Für die mach ich das. Weil die steht auch da drauf. Und ich auch. Deswegen, Ja, was ist das für eine Hose, Digga? Ja, ist ein bisschen eng, Alter. Ja, die habe ich auch nochmal neu gestellt. Für ein Strip-Ding, Alter. Ja, das ist der Style. Ich habe die auch nochmal neu größer bestellt. Hast du verrückt auf dem Kopf? Ja. Damit ich glatte Haare habe und so. Zeig mal ein Bild von dir. Ja, die sieht auch so aus, fast.
Wir gehen nun bald, bald feiern. So eine Grufti Club oder was? Ja. Ach, die eine Grufti Club oder was in der Stadt? Ja. Digga. Was? Ich kann es gerade nicht ernst nehmen, Alter. Warum? Was ist das, Digga? Guck mal deine Hand an, Alter. Ey, lass mal, voll, ey. Voll eng, Alter. Ja, und? Was ist der Style? Du, du verstehst das noch nicht. Du bist noch nicht reif dafür. Du bist noch zu unreif. Ja, das treffe ich gleich mit dir. Sieht aber lustig aus, so muskulös. Und dann ja, was lachst du jetzt? Noch nie so muskulöse Grufti gesehen, Alter. Warum lachst du denn? Digga. Junge. Also, was geht ab, Mann? Feierst du nicht, oder was? Was ist? Wie lass ihn. Junge, als ob du mich verarschen willst, Digga. Ey, Digga, was machst du? Soll ich dir die zeigen? Ich will Wilde. Ich glaub dir gerade nicht, dass sich jemand so verändern kann, Digga. Also, wer kann dich so beeinflussen? Alter. Du hast die Hose, Alter. Ist doch egal, also, was ist denn mit der Hose? Was ist denn mit der Hose? Nee, das ist zu krass, Digga. Komm ich gerade nicht drauf klar, so die Veränderung. Ziemlich geil. Was ist für ein Gürtel? Gucci, nein. Auch diese Markensachen brauche ich nicht mehr, weißt du? Also. Geht mir alles am Arsch vorbei, Alter. Was denn? Das ist zu krasse Veränderung, Mann, weißt du? Ja, meinst du, die Leute feiern das nicht? Unsere Zuschauer. Ja. Willst du. Das erste Video, wann sollen wir das drehen, Digga? Willst du so drehen oder was? Ja, jetzt. Willst du den Leuten dann erklären, dass du so aussiehst oder was? Ja. Aber die Veränderung heißt das Video dann. Aber eigentlich, ey, es würde gute Klicks machen. Ja. Und ich finde, dementsprechend ist es eine gute Idee eigentlich. Ich find's gut, ich feiere das irgendwie gerade. Was? Das ist ganz Neues, so, das könnte. Wie? Das könnte durch die Decke gehen, der Style. Warum? Denk doch mal an die Videos, das ist genial. Du denkst ans Geschäft. Das ist, gute, das ist gut, dass du so Style hast. Oder was? Klar. Meinst Marvins du? Veränderung. Ja, aber auch jetzt so für mich, jetzt scheiß auf YouTube, jetzt so privat. Feierst du auch? Ja, irgendwie, ich feier jetzt gerade langsam. Ja, erst habe ich gedacht, das kommt krass im Video, aber jetzt denke ich mir auch gerade so, warum eigentlich nicht, Digga? Okay. Stehe ich irgendwie hinter, weißt du? Ja. Yeah. Ein bisschen zumachen würde ich das hier. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben natürlich. Das ist ein bisschen frisch, Alter. Ja, Zimmer. Nicht schlecht eigentlich. Vielleicht hole ich mir auch so ein Mesh-Ding hier. So dieses mit den Löchern so. Sieht man so ein bisschen Nippel, weißt du? Feierst du aus? Eigentlich ganz sexy. Ohne Witz, Digga. Okay. Irgendwie. Hat was, Mann. No homo, aber. Hat was, Mann. Ohne Witz. Vielleicht sollte ich auch mal was Neues probieren. Ich bin auch ein bisschen langweilig, immer so basic unterwegs. Und sehr ernst. Fällt mal halt auf. Meinst du ernst? Ja, das fällt mal auf. Junge, war ein Prank, Alter! Ich hab nicht geprankt! Ich hab mir schon gedacht, dass ich verarscht. Ich hab schon gedacht, dass du mich verarscht. Ich wollte dich so testen auch, Alter. Scheiße. Alter, Mann. Aber heftig, Digga. Junge, was das Ganze? Was kann man schon oder was, Alter? Ja, bist du jetzt unterwegs angekommen. Hab extra so gesagt mit den Videos, und dass du dann denkst, ich. Aber kriegst du das schon, ey? Was ist denn das? Kleiner Scherz, Alter. Aber ich hab schon gedacht, dass du irgendwann eine Kerl versteckt hast, Mann. Alter, ey, du hast dir sogar Ohrringe besorgt, Digga. Ja, Mann. Ey, Nasenring hast du auch noch, Junge. Ja, ist aber nicht echt. Gebt einen Daumen hoch für den Prank, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, Leute, folgt uns gerne auf Instagram. Hier MarFit und hier KelvinFitty. Da könnt ihr uns Prank-Ideen schicken. Leute, schickt mir auch so crazy Ideen, Mann. Das ist krass. Was schickt mir die besseren Ideen. Leute. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Peace.